Bei mir steht Ali Safari, Head of Sales bei Trusted Shops. Herzlich willkommen, Ali. Online-Marketing ist unser Thema. Wir haben eine Marktkonzentration. Im Augenblick Google und Facebook dominieren 2/3 des ganzen Marktes, Tendenz steigend. Wie gehe ich als Online-Händler damit um? Ja, also was ich vorrangig immer wieder feststelle, ist, dass man sagt, was mache ich dagegen? Und also was ich sehe, ist, dass man sich erstens gar nicht dagegen wehren kann und auch gar nicht versuchen sollte, sich dagegen zu wehren, weil das sind ja schon auch, wenn man sie richtig nutzt, sehr gute Quellen, um an neue Kunden ranzukommen und Traffic für seinen Online-Store zu generieren. Deswegen ist es eine Sache, die ich jetzt gar nicht so negativ sehen würde, wie viele das darstellen. Was ich immer empfehle, ist, dass man möglichst versuchen sollte, den Traffic oder die Kunden, die man über diese Kanäle bekommt, dann nicht dafür immer wieder zu bezahlen und sie an sich zu binden, so dass man für einen Kunden im besten Falle nur einmal bezahlt und dann über die weiteren Käufe dann entsprechend das, was man dafür bezahlt hat, auch entsprechend besser gestaltet. Wie stelle ich das denn am besten an, am cleversten dann letztendlich, wenn ich nicht zweimal für den Kunden bezahlen möchte? Ja. Da fallen mir ad hoc 3 Dinge ein. Also was wir immer wieder feststellen, wer das wirklich gut macht und wer das auch für sich nutzen kann, sind die Leute, die in ihren CRM investiert haben. Dass sie dann den Kunden sofort versuchen zu identifizieren, in ihre Datenbank aufzunehmen und immer dann wieder genau anzusprechen, wenn sie relevante Sachen haben oder wenn der Kunde wieder in einem Stadium ist, der für weitere Produkte entsprechend Interesse haben könnte. Das ist ganz wichtig. Weil das ist ja wiederum, wenn man erstmal einen Kunde in einem CRM hat, kann man über viele Kanäle, die dann auch nicht die klassischen Plattformen sind, diese ansprechen und damit die Kosten deutlich reduzieren, die man ursprünglich für die Akquise dieser Kunden hat. Und das Zweite, was wir sehr häufig sehen, ist, dass man ein Differenzierungsmerkmal bereitstellt. Also etwas, was einen großen Wert für den Kunden darstellt, was man nur bei einem dieser Händler selbst sehen kann. Zum Beispiel wertvolle Inhalte. Etwas, was der Kunde vielleicht woanders nicht findet. Mir fällt da so ein Beispiel an, einer der Kunden, mit dem ich auch gesprochen habe, ist, die verkaufen Autoteile. Ne? Und wenn ich jetzt nach Autoteile suche, kann ich jetzt bei Amazon suchen und dann das Billigste raussuchen oder wo auch immer. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben zu vielen dieser Autoteile so kleine Videos gemacht, Einbauanleitungen, die man dann sehr gut gefunden hat. Und das sind zum Beispiel Beispiele von sinnvoll gemachten Content zusammen mit einem starken CRM. Da hier kann man auch trotz Plattformökonomie, denke ich, immer noch sehr gute Umsätze machen. Und das, was ich noch on top legen würde, sind Bewertungen entsprechend. Also Produktbewertungen gerade in dem Kontext, dass man auf diese Seite womöglich mit dieser Einbauanleitung auch alles findet, um sich dann da direkt für etwas zu entscheiden. Die Kombination ist auch in der Plattformwelt etwas, wo man Geld verdienen kann. Vielen Dank für die interessanten Tipps von einem echten Szenekenner, Ali Safari von Trusted Shops. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank auch.